Eines Tages, während einer grauen, verregneten Jahreszeit, wurde meine geliebte Tochter schwer krank. Ohne teure und seltene Medizin würde sie nicht lange durchhalten. Aber wie es nun mal so ist, waren wir nur eine arme Familie und hatten gerade so genug, um uns Essen leisten zu können. Glücklicherweise traf ich einen Sammler aus der großen Stadt. Er wanderte gerade durch unser Dorf und schaute nach jemandem, der ihm bei einer delikaten Aufgabe helfen könnte. Ein Gemälde, eines, das irgendwo in einem alten Anwesen versteckt war. Im Austausch für das Gemälde bot er eine großartige Belohnung. Ich hatte keine andere Wahl. Ich konnte keine Zeit verschwenden. Ich machte mein Pferd fertig und ging zum alten Anwesen. Ich hoffe, meiner Tochter wird es nicht schlechter gehen. Eingeladene Gast sind höchstwahrscheinlich wir. Wunderbärchen. Level 1, Ankunft. Und ich freue mich jetzt schon, dass das Spiel nur levelweise speichert. Und hallo! Natürlich mit Cam, es ist ja ein Horrorspiel. Ich hatte schon mal nicht weit gespielt. Ich war, glaube ich, am Ende dieses Ganges. Ich war am Ende dieses Ganges und stelle jetzt gerade etwas fest. Gut, ich habe es mir also nicht nur eingebildet. Und zuallererst, ja, können wir gehen? Können wir gehen? Bitte. Nein, wir können natürlich nicht gehen. Wie sollte es auch anders sein? Wir können nicht gehen. Ja, ich war am Ende des Ganges und habe mir dann so gedacht, hey, mit Cam macht sich das doch besser. Aber gestern hatte ich dann keinen Bock mehr, mich für die Cam halbwegs fertig zu machen. Ja. Es ist sehr runtergekommen hier. Und hier liegen wunderschöne Schmetterlinge. Aber wegen Schmetterlingen sind wir nicht hier. Wir suchen ein Gemälde. Weg damit. Und na holla. Das hat mich gestern ehrlich gesagt erwischt. Ja. Weil ich mir nicht sicher war, ob das da schon stand oder nicht. Aber es stand da vorher nicht. Jetzt weiß ich's. Okay, so, dann, wir machen ziemlich viele Schrittgeräusche, wenn wir uns nur drehen. Dann ab jetzt wohl blind weiter. Ich freue mich. Da hängt ein Zettel. Oh, und, das Icon ist sehr, sehr großzügig. Die Hitbox. Achtung! Das Winchester-Anwesen hält, begrüßt keine Besucher ohne spezielle Erlaubnis. Eindringlinge werden mit vollster Ausreizung des Gesetzes bestraft. Welches Gesetz? Das Gesetz der Natur? Ich sah schöne Beine. Oh, jetzt nicht mehr. Das war nur der Blitz, ne? Hallo, aufstehen? Danke. Was war das? Ich meine, es ist schon wieder weg. Noch ist hell, noch geht's mir gut. Nicht pst. Lass das. Ich spiele heute ein bisschen dunkler als sonst. Ich mag es jetzt schon nicht. Warum spiele ich heute... Es wird hier auch schon dunkler. Dunkler als sonst. Sonst habe ich immer Festtagsbeleuchtung an. Heute dachte ich mir, ach komm, machst du mal nur dein Licht an.
Muss ja nicht so viel Licht brennen. Ne? Viel Licht muss brennen. Was sind das denn hier für Flure? Ah, oh. Du bist ja süß. Ja. Ne, du bist ja putzig. Okay. Ein Quietschibär. Ein Quietschibär und wieder ein Zettel. Dina. Martin, ich höre merkwürdige Geräusche bei Nacht. Machst du etwa diese Geräusche? Stehst du schon wieder essen? Es werden dir die Arme abschneiden, wenn sie dich erwischen. Das ist doch schön. Ist das diese volle Ausreizung des Gesetzes? Ist das die Küche, die ich da höre? Da sind Schritte, die nicht meine waren, definitiv. Und wer ist auf den Teddy getreten? Ich will's gar nicht wissen. Nein, ich will's nicht wissen. Ich will's nicht wissen. Ich bin das nicht. Bist du eine Statue? Bist du... Außerdem, der hat Ich soll gehen? Okay, ich, Tut mir leid, Töchterchen. Mir wird gesagt, ich soll gehen. Aber, als ob es mir was bringt. Ich komme eh nicht raus. Du tust mir nichts, ne? Sie haben übrigens sehr schöne Fingernägel. Und eine wunderschöne Maske. Ich komme gar nicht vorbei. So. Und einen schönen Brustkorb. Licht? Was? Okay. Ich nehme an, hier brauche ich einen Schlüssel. Ich habe den gerade da kurz gesehen. Ich habe mir das nicht eingebildet. Ich habe das auch gesehen. Das Geräusch war ich nicht. Ich habe hier nicht... Okay, wenn ich auf die Tür zugehe, klopft es. Gut. Hallo? Ich wohne jetzt hier. Okay. Noch ist hell, noch geht's mir gut. Später dann wahrscheinlich nicht mehr so. Was haben wir denn da Schönes? Ein Schlüssel. Na, das ist ja... Ja, ja, okay. Ein Schlüssel, das ist ja fein. Ich muss mich umdrehen. 1, 2, 3, da ist was hinter mir. Also, süßer Teddybär, aber... Was war das denn? Das war widerlich. Ja, Zettel. Dieb. Ich bin auf meinem Weg ins Anwesen, um mir die Taschen mit Juwelen vollzustopfen. Hehe. Das alte Geschirr nehme ich auf dem Weg zurück mit. Ich lasse es erstmal hier. Das alte Geschirr? Du bist aber irgendwie nicht so süß wie der andere Teddy. Hast du mir so erotisch ins Ohr gehaucht? Schlüssel. Springt hier wieder was rauf? Nein? Okay. Dann ist ja gut. Kann ich die Tür nicht auch wieder zu? Will ich diese Tür wieder zumachen? Nein, ich lasse sie lieber auf. Schlüssel. Ah! Guten Tag. Guten Tag. Ja, darf ich wieder unter Ihrem Arm kriechen? Lang, ja? Lang kriechen, so. Noch ein Teddy. Setzt du mir die ganzen Teddys hier hin? Der ist noch da. Der war... Sag mal! Wie viel Quietschspielzeug habt ihr denn hier? Erstmal Licht machen, dann lesen. Dina. Wir treffen uns heute Nacht in der Bibliothek, um über Martins Verhalten zu reden. Er benimmt sich in letzter Zeit merkwürdig. Vielleicht hat er sich infiziert? Infiziert? Womit denn? Womit könnte er sich denn infiziert haben?
Habe ich mich auch schon infiziert? Sind diese Steinstatuen gar nicht echt? Oder wird man zur Steinstatue, wenn man sich infiziert hat? Und ich habe ein Sekret gefunden. Es gibt hier also auch Sekrets. Das ist ja toll. Ist das klug zu trinken und dabei weiterzugehen? Ich weiß es nicht. Diese ganzen umgekippten Schränke hier, ne? Da geht's wahrscheinlich... Ja, wahrscheinlich nicht durch. Okay. Es ist, eigentlich leide ich ja nicht an Klaustrophobie, aber es ist sehr eng und unangenehm hier. Bitte reiß keinen Vorhang runter. Bitte reiß keinen Vorhang runter. Da schon wieder ein Plüsch... Teddy? Hältst du ein Messer in der Hand? So ein Hackemesser? Der dreht sich zu mir! Nein, nein, nein! Ich gehe ja schon weiter. Du brauchst mir nicht zu drohen, Teddy. Ich gehe schon weiter. Ey! Mach das auf! Du Kacker! Du bist noch nicht mal da! Oh, der Teddy war gerade eklig. Der Teddy war gerade, ja. Das Spiel ist auch so schön zwielichtig von der Helligkeit. Ich kann es aber auch nicht anders einstellen. In OBS ist es Gott sei Dank etwas heller. Also wenn ich mal ab und zu was nicht... War da gerade geflüstert? Etwas nicht erkenne, dann gucke ich bei OBS drüben. Auf dem anderen Bildschirm. Dann gucke ich zu euch. Es sei denn, ich gucke zu euch, dann gucke ich auch zu euch. Also, ja. Insekten, die sind doch... bestimmt auch viel wert. Achso, das war für die Kerze, nicht für die Insekten. Schade. Schon wieder ein Teddy. Überall diese Teddys. Ihr wollt mich umbringen. Licht. Ich möchte bitte dieses Messer mitnehmen. Da drüben ist so ein mörderischer Teddy. Oh, ja. Ja, da war eine Büste ohne Kopf. Ist richtig. Den ganzen Weg zurück, da war eine Büste ohne Kopf. Ah! Oh! Er sieht sehr ungehalten aus. Guten Tag. Ich wollte gerade sagen, ich gucke lieber nicht nach Teddy, aber Teddy ist auch... Okay, Teddy ist weg. Teddy ist weg. Teddy ist auf der Jagd und will mich umbringen. Da lang. Da geht's schon los. Das ist alles nur ein riesiger Schlauch und ich weiß schon jetzt nicht mehr, wo lang. Nein, da lang. Ach, du stehst hier immer noch? Oder schon wieder? Au! Warum? Was habe ich dir getan? Klatsch dir mir einfach eine. Warte mal. Da ist nur noch die Säule. Die... Ich höre komische malende Geräusche. Das Büstending ist weg. Nein, das Büstending ist da. Okay. Ja. Das Aufheben dauert immer sehr lange. Sag mal, lacht der mich ständig aus? Muss ich nicht. Aber wo? Okay. Suche ich jetzt diese Säule? Ist das eine Tür? Die geht immer noch nicht auf. Da klopft es nur, wenn ich gegengehe. Ah, aber... Ihr seid zwei. Das finde ich uncool. Ich kann übrigens nicht schneller laufen. Oh, sag mal, diese schmalen Flure. Wer baut denn so? Ey, warum wird es jetzt dunkel? Und wieso können die laufen? Ja, ich gehe lieber weiter. Wieso können die laufen und warum wird es jetzt dunkel?
Und wo kam der überhaupt her? Saß der hier? Hallo, junger Mann. Junger Mann, Sie haben sehr schöne Füße. Dina. Ja, ich habe das gesehen, Stuhl. Dina. Nee, Mr. Winchester möchte seinen Sohn in einen anderen Raum verlegen. Bereiten Sie den Raum vor und lassen Sie es den Doktor wissen. Was ist das? Will ich's wissen? Ist das eine riesige Ratte? Das war eine riesige Ratte. Ratti! Komm knuddeln! Wann? Da brauche ich schon einen Schlüssel. Okay. Ja, da ist zu. Ich brauche. Ich hab's gesehen. Ich wünschte, ich hätte es nicht gesehen. Ich wollte gerade sagen, muss ich da jetzt wieder. Wahl zwischen Pest und Cholera. Links oder rechts? Oh Gott. Warum spiele ich das? Ich würde das lieber am Stream vielleicht doch spielen. Ungehalten. Ja. Licht. Es werde Licht, aber sonst auch nicht. Ah, ein Pferd. Okay. Wieder ein Sekret gefunden. Ist hier sonst noch irgendwas? Ich mir die Regale angucke, fällst du mir ins Auge? Ah, du siehst nämlich anders aus als die anderen. Puh, das hat mich jetzt erwischt. Anders als die anderen Bücher. Mann, Kerze! Ja, warum auch nicht? Schwebende Stühle, die mir hoffentlich nicht auf den Kopf fallen. Sind sehr ungut. Spielzeug. Spielzeug. Das ist doch schön. Warum speichert das Spiel immer nur, wenn ein Level zu Ende ist? Oh, ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Und wieder Teddys. Mal kurz durchatmen mit diesen wunderschönen Kratzgeräuschen, die ich hier höre. Wieder zurück. Mit den schmalen, extrem. Warte mal, ist das das Zimmer, in das der Sohn verlegt wurde? Extrem schmaler Flur, ist schmal. Vielleicht springt mich was an. Ja, da fällt ein Stuhl runter. Komm, die Bücher machen jetzt auch noch Purzel. Nicht? Die purzeln nicht? Na gut. Ich habe einen Schlüssel. Wo war die Tür mit dem Schlüssel? Wo waren die Tür mit dem Schlüssel? Ich gehe lieber nicht zu nah an dich ran. Dein Kollege hat mich gehauen. Kollege Maske. Kollege Maske! Du haust mich aber nicht? Okay, da ist die Tür mit dem Schlüssel. Es ist nur ein Psycho-Horrorspiel. Mir passiert hier nichts. Das Spiel will mich. Ja. Das Spiel will mich glauben lassen, dass mir was passiert, aber mir passiert nichts. So. Ach, schon wieder eine Maske. Die ist aber schon wieder ungehalten. Vielleicht wieder mal ein Pferdchen? Wird mal wieder Zeit für ein Pferdchen, ne? Hier. Ja, erst Licht. Und dann. Dina. Es scheint so, als hätte ich dieselben Symptome wie Martin. Ich versuche, die medizinischen Blätter aufzutragen, sodass ich niemand weiteren infiziere. Das X markiert die Stelle. Da ist eine Tür. Ja.